Minecraft ist was für ganze Kerle, die wissen, wo der Hammer hängt, die richtig zupacken können. Eben was für Online-Spieler der alten Schule. Die Spielewelt von Minecraft ist die Welt des wahren Minimalismus. Niemand hier braucht High-End 3D-Grafik, wenn es auch in sehr gepflegter Blockgrafik geht. Wer braucht vordefinierte Werkzeuge, wenn man sie auch selbst schnitzen kann? Sie werden vielleicht fragen, wer spielt denn sowas? Nun, Minecraft mit seiner Bauklötzchen-Grafik ist das trendigste Online-Spiel des Jahres. Über 2 Millionen Spieler sind bereits registriert und lassen die Internetverbindungen glühen. Um dem Phänomen Minecraft nachzugehen, sind wir nach Schweden gereist, genauer gesagt nach Stockholm. Denn neben Björn Borg, ABBA und Pirate Bay haben die Schweden nun einen weiteren sehr erfolgreichen Landsmann in ihren Reihen. Den Programmierer von Minecraft, Markus Persson. Hi. Er hat gerade eine eigene Firma gegründet. 4 Tage vor unseren Dreharbeiten haben Markus Persson und sein kleines Team das neue Büro bezogen. Finanziert werden Büro und Mitarbeiter durch den finanziellen Erfolg von Minecraft. Denn die erste noch entwicklungsfähige Version hat sich bereits über 500.000 Mal verkauft, für 9,95 Euro. Die Basis des unglaublichen Erfolgs von Minecraft hat Markus Persson ganz alleine geschaffen. Ein Spieler der alten Schule. Ich habe Minecraft nicht als fotorealistisches Spiel entwickelt, weil ich alleine sowas gar nicht kann. Minecraft ist inspiriert von Spielen, die ich in den 80ern und 90ern gespielt habe. Minecraft hat einen eher ikonisierten Grafikansatz. Ein Baum sieht zwar nicht aus wie ein Baum, aber du weißt, es ist ein Baum. Minecraft erobert derzeit das Netz im Sturm. Circa 50% der Spieler kommen derzeit noch aus den USA, aber Europa holt auf. Die Fans des oldschooligen Spieleuniversums drücken ihre Begeisterung mit Vorliebe in YouTube-Videos aus. Und hier bekommt man einen faszinierenden Einblick in das kreative Schaffen der Minecraft-Weltenbauer. In jeder dieser Welten und Objekte stecken Stunden, Tage und Wochen von Entwicklung. Bauen Sie mal Notre Dame nur aus virtuellen Klötzchen nach. Ob man es glaubt oder nicht, aber Minecraft steht trotz seines unglaublichen Erfolges erst am Anfang der Entwicklung. Aber wie das mit virtuellen Welten so ist, die einzige Grenze ist die der eigenen Vorstellungskraft. Auch wenn sich Markus Persson, der Minecraft-Entwickler, den enormen Erfolg seines Spiels nie hätte träumen lassen. Nein, mit so einem Erfolg habe ich nicht gerechnet. Das ist echt bizarr. Aber es macht echt Spaß, eine Firma zu gründen, Mitarbeiter einzustellen und mit denen die Spiele zu entwickeln, die uns Spaß machen. Das ist eine große Chance für mich. Wie sagte schon Konfuzius, suche dir den Job, den du liebst, und du musst keinen Tag arbeiten.